Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftringen, dank unserem Mahlzeitendienst täglich ein Viergangmenü à la Maison. Am letzten Aprilsonntag wählt Zofingen einen neuen Stadtrat. Herzlich willkommen zum ZT-Talk Spezial. 11 Frauen und Männer bewerben sich für die 7 Sitze. Rennen wird besonders spannend, weil 2 bisherige nicht mehr antreten. Sämtliche 11 Kandidatinnen und Kandidaten sind diese Woche zu Gast bei mir im ZT-Talk Spezial. Heute darf ich begrüßen auf der einen Seite Christiane Guier, die seit 2010 im Zofingen Stadtrat für die Grünen politisiert und am 25. April noch mal wissen wollte. Herzlich willkommen, Frau Guier. Grüezi, Herr Pfister. Und das ist auf der anderen Seite der Hans-Rudi Hauri. Er war schon mal Einwohnerrat. Jetzt wird er dafür sorgen, dass die SVP wieder im Stadtrat vertreten ist. Herzlich willkommen, Herr Hauri. Herzlich willkommen. Merci. Frau Guier, geben wir Ihnen an. Sie haben in unserem Fragebogen geschrieben, dass Sie als Kind einmal Bäuerin werden wollten. Haben Sie eigentlich von diesem Wunsch etwas behalten im Leben, etwas umsetzen? Ja, einiges. Und zwar bin ich ja 2 Sommer auf der Alp gsi, auf der Alp Gün im Safiental. Ich habe dort gemolen, gekäset, also alles, was man so auf der Alp macht. Ich bin ja lange mit der Luzerner Landwirtschaft verbunden gsi, indem dass ich mit den Luzerner Bäuerinnen und Bauern Verträge abgeschlossen habe über Naturschutzgebiet. Also ich bin voll auf die Rechnung gekommen. Jetzt in dieser Pandemie hat sich für Sie wahrscheinlich auch einiges geändert, beruflich. Was mich interessiert, Frau Guier, viele Sitzungen hat jetzt der Stadtrat nur noch online gemacht. Werden in Ihrer Meinung noch Sitzungen, Online-Sitzungen etwas sein, die die Pandemie wird überleben? Also wird der Stadtrat künftig weiterhin online tagen, auch wenn die Pandemie mal vorbei ist? Also ich gehe davon aus, dass der Stadtrat in Zukunft, wenn es wieder möglich ist, wird physisch tagen. Das hat eine andere Lebendigkeit. Man spürt auch einander besser. Das, finde ich, das hat einen grossen Vorteil. Ich gehe aber auch davon aus, dass Online-Sitzungen Usus werden. Weil gerade wenn wir innerhalb von Kantons Sitzungen haben und die Örtlichkeiten unterschiedlich sind, dann sind Online-Sitzungen ganz etwas gut, weil man nicht noch eine Stunde hin- und zurückreisen muss. Ich merke auch, gerade wenn es Sitzungen sind, wo man fixe Traktanten hat, das geht sehr, sehr gut online. Man ist vielleicht auch sogar ein bisschen disziplinierter. Wenn es kreative Prozesse sind, da nehme ich an, das wird weiterhin physisch sein. Herr Hauri, Sie haben im Fragebogen geschrieben, auf Ihrem Nachttisch liegt ein Buch mit dem Titel «Magie der Wildkräuter». Ändert die Lektüre dann auch mal irgendwo in Feld und Wald und Wiesen, um so Wildkräuter zu holen? Und was machen Sie damit? Ja, es ist so. Und zwar, das ist nicht nur ein Kräuterbuch, sondern es hat auch noch gerade die passenden Rezepte dazu. Ich koche selber sehr gerne an einem grossen Garten. Corona-bedingt habe ich jetzt natürlich auch mehr Zeit gehabt, mich mit diesen Sachen zu befassen. Und es ist ein kleines neues Hobby geworden. Und gewisse von diesen Wildpflanzen wachsen auch im Garten. Sie haben ein Reisebüro, Herr Hauri. Erzählen Sie doch einmal, welche Reisen können Sie im Moment eigentlich überhaupt noch machen in den letzten Wochen, Monaten? Wie bringen Sie Ihr Reisebüro durch die Pandemie? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also, die Reisebestimmungen die ändern täglich. Also, es ist auch extrem schwierig, einem Kunden zu sagen, was ist in 2 Wochen. Momentan kann man auf Ägypten, man kann noch in die Dominikanische Republik. Sardinien war vor ein paar Wochen noch fast Corona-freie Zone gewesen. Jetzt ist es in der roten Zone. Also, es ändert wirklich extrem schnell. Und einen guten Rat kann man eigentlich nur geben, dass man sehr kurzfristig Buch und Situation anschaut. Alles, was mehr als einen Monat draußen ist, ist einfach schwierig zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt.
Gehen wir doch zu den Wahlen, Frau Guyer. Sie sind jetzt seit 2010 im Stadtrat. Auf was sind Sie besonders stolz? Ja, das ist, wie sich in dem Sinne einerseits, wenn ich jetzt in den Blick auf meine Rösser schaue, wie sich die entwickelt haben, respektive bei der Regionalpolizei zum Beispiel. Das ist eine ganz stabile, gute Organisation, die ist zuständig für die Sicherheit der Bevölkerung. Und ich muss sagen, die Organisation, die ist gut organisiert, die ist... Polizistinnen und Polizisten sind nach bei der Bevölkerung. Wir machen viel in der Prävention, für die Verkehrssicherheit, aber dort, wo es auch nötig ist, in der Repression. Dann Thema Feuerwehr, Bevölkerungsschutz. Da haben wir ja in dem Sinne eine kleine Reorganisation gemacht. Ich habe Zivilschutz und Feuerwehr näher zusammengeführt und ich muss sagen, das ist ganz schön, wie sich die Organisation entwickelt, wie sich die Synergien nutzen können, auch einfach für die Sicherheit der Bevölkerung. Und last not but least ist natürlich Kultur, wo ich finde, wir haben da ganz grosse Dynamik, wir haben in dem Sinne viel können auch da entwickeln und auf das bin ich stolz. Was wollen Sie jetzt denn noch bewegen? Was ist Ihre Motivation, Ihre Herausforderung nach 11 Jahren? Ja, das ist so. Ich bin seit 11 Jahren in dem Stadtrat. Und ich muss aber sagen, meine Motivation ist ungebrochen. Ich tue mich mit Leidenschaft wirklich für die Stadt engagieren, für die Leute, die hier wohnen. Wir sind nicht fertig. Ich denke bezüglich Nachhaltigkeit, bezüglich der Herausforderungen, Klimawandel, da können wir noch sehr viel machen. Und da tue ich mich ganz gerne engagieren im zukünftigen Stadtrat. Es geht jetzt erst um den Stadtrat, dann bewerben Sie sich aber auch einen zweiten Schritt, wenn Sie dann gewählt werden, für Stadtamann, Frau Stadtamann. Was wäre es jetzt denn lieber, eine Frau Stadtamann oder eine Stadtpräsidentin? Ja, Herr Pfister, Sie müssen die Antwort wahrscheinlich selber. Ja, ich muss es so sagen, ich habe jetzt gerade heute Morgen mit einer Mitarbeiterin von mir haben wir darüber gehabt und da hat sie gesagt, ich weiss überhaupt nicht, was eigentlich Amme heisst. Ich meine, das hat etwas mit Finanzen. Oder? Und dann habe ich gesagt, ja, früher hat das bezüglich Betreibungen gewesen. Sie hat gesagt, also das ist jetzt wirklich ein antiquierter Begriff und passt das zu Zofingen? Und eigentlich muss ich sagen, das passt eigentlich nicht mehr für Zofingen. Aber es ist jetzt wir werden mit dem leben und das wird nicht mehr alle Welt dauern, bis denn das auch geändert ist. Wo wollen Sie ganz konkret in den nächsten 4 Jahren Schwerpunkte setzen, wenn Sie wieder gewählt werden? Ja, ich habe eigentlich 2 Hauptrichtungen. Das eine ist die lebendige Stadt, also die Stadt auch für die Menschen, gerade jetzt im Bereich von der Kultur, im Bereich von der Begegnungen, im Bereich von der Plätze, wo man sich kann begegnen kann. Natürlich auch ein starker Bildungsstandort, das ist ganz wichtig. Und die Sicherheit als Grundlage. Und dann aber auch die Stadt von der Nachhaltigkeit. Ich denke, es kommen grosse Herausforderungen im Zusammenhang eben mit dem Klimawandel, mit dem Stadtklima. Aber auch wenn ich denke an die Überschwemmung von 2017, wo man davon ausgeht, Hochwasser wird immer wieder ein Thema sein. Und da möchte ich einen Beitrag leisten. Und das denke ich mir ganz wichtig, dass hier der Stadtrat wirklich die Herausforderungen annimmt. Kultur haben Sie ja ein bisschen federn lassen müssen, kann man sagen. Wir haben am einen Ort, am anderen Ort so Abstrich gemacht. Haben Sie genug Rallen gezeigt, um sich für Kultur zu wehren? Also ich setze mich mit Leidenschaft für Kultur ein. Ich bin auch sehr kulturaffin und ich geniesse es. Und ich geniesse es, wenn wir wieder kulturelle Veranstaltungen besuchen können. Das fehlt. Ich würde sagen, schon. Ja. Aber es ist ja so, bei der Kultur muss man für 1'000 Franken wirklich sich einsetzen, wo man vielleicht im Bereich von der Strasse es dann um einen 10- oder 100-fachen Betrag geht. Es ist wichtig, dass man hier dranbleibt und immer wieder auch den Leuten zeigt, was das man erst mit dem Geld effektiv macht. Ja, genau. Die gleiche Frage an Sie, Herr Hauri. Sie haben sich einmal quasi aus der Politik zurückgezogen vor rund 4 Jahren. Jetzt wollen Sie Stadtrat. Warum? Ja, mir hat das schon immer gefallen, mehr konstruktiv für Zofingen einzusetzen. Dort, als die Kinder noch klein waren und die noch eine Firma übernommen haben, vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, ich ziehe mich aus der Politik zurück. Und jetzt fühle ich mich eigentlich wieder fit und motiviert, mich für
Zofingen mein Wohnort und mein Heimatort, wo wir seit vielen Generationen schon dürfen 300 wohnen. Jahre habe ich. Ja, genau. 1710 sind wir eingebürgert worden. Vom Mühlital. Genau. Und wichtig für mich ist auch, was Gewerbe gut vertreten ist im Stadtrat. Weil das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie kommen wieder für die SVP im Stadtrat, die bis jetzt nicht vertreten ist. Warum ist es wichtig, dass die SVP im Stadtrat vertreten ist? Ja, die SVP macht fast ein Viertel von den Zofinger Wähler aus. Und es denke ich, ist wichtig, was alle die grossen Parteien im Stadtrat vertreten sind und sich auch können einbringen können. Das ist jetzt im Moment natürlich ein grosses Problem gewesen, auch in der Fraktion, dass man einfach nicht den direkten Draht hat in den Stadtrat rein. Und das erhoffen wir uns jetzt natürlich, was das ändert, was wir wieder können uns einbringen können. Und unsere Anliegen auch ein bisschen gehört werden, auch im Stadtrat. Man sagt ja, Sie sind nicht ein Hardliner, sondern jemand, der konziliant politisiert und im Umgang ist. Haben Sie manchmal Mühe mit dem Kurs der Hardliner, wie Andreas Glarner, Kantonalparteipräsident, mit Diktaturvorwürfen, wie wir sie gerade kürzlich gehört haben, von der Seite der SVP? Ja, da habe ich natürlich grosse Mühe. Also, das ist nicht meine Art. Also hart in der Sache, aber anständig im Ton. Und es ist halt wie in allen Parteien. Es gibt einfach deren, die den Bogen überspannen. Und es schadet einfach in Ortsparteien, die eigentlich gute Politik machen, die nicht extrem ist. Und da wird einfach viel kaputt gemacht mit einfach ein, zwei so blöden Aussagen. Was wollen Sie, wenn Sie in Stadtrat gewählt werden? Was wollen Sie in den nächsten 4 Jahren konkret angehen? Das ist sicher das Weiterfahren von einer strikten Ausgabendisziplin. Das wird auch in den nächsten paar Jahren ein Riesenthema, jetzt auch mit der Bewältigung von der Corona-Pandemie. Es ist ja schön, was jetzt ein sehr guter Abschluss 2020 war. Aber ich befürchte, dass das in den nächsten paar Jahren wieder aufgefressen wird. Ein weiterer Punkt ist eine gute Ausgangslage für das Zofinger Gewerbe in der Altstadt. Die Rahmenbedingungen sind in meinen Augen im Moment gut. Da muss man aufpassen, was man nicht da, wo gut ist, wieder kaputt macht. Welches Ressort würden Sie gerne übernehmen? Grundsätzlich alle. Vielleicht gibt es bei jemandem ein Ressort, das er nicht gerne mehr macht oder wo ein Problemressort ist. Da bin ich auch nicht abgeneigt, so viel zu übernehmen. Aber haben Sie irgendeine Präferenz jetzt, wo Sie sagen, da würde ich mich gerne darum kümmern? Nein, da bin ich offen für alles. Und als Neugewählter wird es sowieso so sein, was man dann noch da macht, wo bleibt. Sie müssen sich wahrscheinlich wenden, Herr Haurig-Welt wird dann noch stark für die Kultur einsetzen, oder? Wir haben ihn gehört, er möchte strikte Ausgabenpolitik. Aber Frau Guyer, wie wichtig ist es, dass die SVP wieder im Stadtrat ist, aus Ihrer Sicht? Einfach, erlauben Sie mir noch ein Wort zu der strikten Ausgabenpolitik. Kann ich unterstreichen. Die Frage ist ja nur immer, wir haben so und so viel Geld und was machen wir effektiv mit dem Geld? Wo setzen wir es denn wirklich auch ein? Und das ist ja immer, finde ich, die spannende Diskussion, wo wir müssen, miteinander diskutieren. Setzen wir denn die gleichen Prioritäten? Und wo gibt es vielleicht auch eben Sachen, wo wir müssen sagen, ja, dort könnten wir eben effektiv auch sparen. Bezüglich SVP, ich habe das schon diverse Mal gesagt, ich finde es ganz wichtig und auch so ein Gremium wie der Stadtrat, dass das gemischte Teams sind auf jegliche Art. Also das heisst eben Vertretung Frauen, Männer, also Vertretung von den verschiedenen Parteien, Vertretung von Jüngeren und Älteren. Und so gesehen muss ich sagen, finde ich es eigentlich gut, wenn die SVP auch wieder vertreten ist, weil es gibt auch ein bisschen eine Krampfung von der Situation. Entscheiden selbstverständlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie haben
vorhin erwähnt, man muss sich dann finden in diesen verschiedenen Dossiers. Aber sagen Sie doch jetzt mal aus grüner Sicht, oder? Und punkto Nachhaltigkeit und was punkto Klimawandel auf die Stadt zukommt. Aus Ihrer Sicht, wo gibt es denn konkret Handlungsbedarf? Zum Beispiel in der Verkehrspolitik, sei es in der Siedlungspolitik. Wo gibt es die? Ja, wenn wir bei der Verkehrspolitik anfangen, das ist Thema Veloverkehr, also die Förderung des Veloverkehrs. Das ist ein ganz altes Postulat. Es ist eigentlich auch schon lange im Prinzip auf der Pipeline, aber da muss man wirklich jetzt Nägel mit Köpfen machen. Weil gerade eben im Nahverkehr ist das Velo eines der effektivsten und guten Verkehrsmittel. Siedlungspolitik, das heisst auch, dass wir wirklich genügend Grünräume haben, qualitativ wertvolle Grünräume. Gerade im Zusammenhang mit dem Stadtklima, wo man einfach weiss, wir müssen da wirklich handeln, damit wir nicht grössere Probleme in längerer Zeit haben. Herr Hauri, können Sie mit diesen Vorschlägen leben? Veloförderungs? Also vor allem beim verdichteten Bauen. BNO ist ja ganz knapp angenommen worden. Und auch die Anliegen der Gegner sollte man grundsätzlich auch einbringen. Vor allem bei denen jetzt neu Arealüberbauungen. Was man dort effektiv ist, du gesagt hast, Christiane, was man dort auch genug Grünraum einbaut. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn man gewisse Begegnungszonen anschaut, es ist eher eine Asphaltwüste als ein Ort, wo man sich eigentlich begegnen will. Und das ist sicher ein Punkt, wo ich mich auch einsetzen würde im Rat. Was man das Ortsbild nicht verschandeln mit irgendwelchen unschönen Bauten, sage ich jetzt einmal, gelinde ausgedrückt. Gehen wir noch zu einem ganz konkreten Thema. Ihnen Gewerbe ist wichtig. Die Tempo-20-Geschichte in der Altstadt, ist das etwas, was Sie gut finden? Ja, also, ob das dem Gewerbe hilft, bin ich nicht ganz sicher. Also, die Umfrage hat ja ergeben, was eine Mehrheit dafür ist. Allerdings kommen nicht alle, die in der Stadt einkaufen, von Zofingen selber auch von auswärts. Und ich denke, auch diesen Aspekt muss man ein bisschen anschauen. Und auch die Gewerbler, die auf Traffic angewiesen sind, brauchen einfach die Parkplätze. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, dass man ja nicht Parkplätze reduziert in und um die Altstadt herum. Haben wir hier vielleicht einen Konfliktpunkt? Tempo 20 in der Altstadt, Frau Guier, und ja nicht Parkplätze reduzieren. Wir hören jetzt von Herrn Auri. Das ist etwas anderes, als wir Grünräume schaffen. Ja, also grundsätzlich ist die Tempo 20 in der Altstadt, das ist, finde ich, eine ganz gute Sache. Das hat ja auch der Stadtrat in dem Sinn als eine gute Sache gefunden, weil es eben in dem Sinn der Verkehr verlangsamt und man die Strasse ja, gerade jetzt in der Altstadt, eben sagt, das ist nicht nur Verkehr, sondern es ist ja auch eben Fußgängerzone und von dort her, und es ist Begegnungszone, und von dort her ist in der Altstadt das Tempo 20 ganz eine gute Geschichte, vor allem auch, wenn man noch das Thema vom Lärm anschaut, was man machen könnte, dass eben kontinuierlicher der Verkehr, also man fährt im gleichen Schritttempo, das gibt weniger Lärm, und das ist auch so ein Thema. Bezüglich Parkplätze, von mir aus gesehen, gibt es nicht schwarz und weiss. Ich finde, wir haben Optimierungspotenzial in der Altstadt wirklich, wo wir müssen sagen, braucht es denn wirklich noch die 2-3 Parkplätze? Auf zum Beispiel ganz konkret bei der Schifflände. Ich finde, wir müssen dort gewisse Verbesserungen machen, dass wir so ein bisschen den Suchverkehr in der Altstadt wirklich auch reduzieren können und die Altstadt wirklich für die Bevölkerung auch lebendiger wird. Und das hat dann indirekt auch wieder Einfluss effektiv fürs Gewerbe. Ich nehme an, da werden Sie nicht so begeistert zustimmen, oder? Die Parkplätze dort. Nein, gar nicht. Weil es ist einfach so, wenn man geschwind etwas muss, holen, jetzt gerade die Parkplätze dort, wenn man geschwind in die Apotheke etwas holen will, braucht es einfach noch Parkplätze. Es ist einfach so, was der Kunde möglichst noch will hinfahren. Und wenn er das nicht kann, dann geht er in Migros oder Coop. Und das wollen wir eben auch verhindern.
Also wir haben ein spannendes Diskussionsthema, das sehe ich schon jetzt, und wir werden sicher Lösungen finden. Ich habe auch das Gefühl, dass die Punkte mit den Parkplätzen werden uns noch ein Weile weiter beschäftigen. Ich kann Sie beide bitten, je eine Frage mitzubringen. Frau Guier, was haben Sie für eine Frage an Herrn Hauri mitgebracht? Ja, ich habe den Wahlprospekt in dem Sinne studiert und dort steht viel von Nachhaltigkeit. Jetzt im Juni haben wir ja die Abstimmung zum CO2-Gesetz auf Bundesebene. Nachweisermaßen bringt das einige Fortschritte auch bezüglich Reduktion von der CO2. Meine Frage an dich, Hans-Rudi, ist, was sind deine Vorschläge für Massnahmen zur CO2-Reduktion? Sie haben mich tiefer mit der Vorlage noch nicht befasst, aber was ich ganz sicher kann sagen, das betrifft auch unsere Branche, das sind Flugbillette. Die Preise, die sind einfach gestört, günstig. Also es kann eigentlich nicht sein, was man mehr für das Bahnbillett den Flughafen zahlt, oder den Flug auf London oder Berlin. Also dort, das ist sicher ein Punkt, wo man etwas ansetzen könnte, wo niemandem wehtut, aber viel nützt. Sie haben eine Frage mitgenommen für Frau Guier. Ja, mich würde es interessieren, wie du zum Ressortführungssystem stehst, ob das für dich stimmt oder ob das alte System einfach, wo man quasi wie ein Verwaltungsrat regiert, die bessere Lösung wäre. Da müssen Sie vielleicht noch kurz den Unterschied erklären, den Sie erwähnt haben, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Das kurz erklären. Ja, beim Ressortführungssystem hat jeder Stadtrat oder jede Stadträtin ist zuständig für ein bestimmtes Ressort. Also ich jetzt in meinem Fall für das Ressort Sicherheit und Kultur. Und ich bin einfach von A bis Z auch die ganzen Personalfragen für das Ressort zuständig und trage dann in dem Sinne auch wirklich die Verantwortung. Was du, Hans-Rudi, ansprichst, das ist die Frage von mir aus gesehen, wie gelingt es noch besser, man muss es so sagen, dass wir auch als Gesamtstadtrat wahrgenommen werden und auch als Gesamtstadtrat, wenn es niemand in dem Sinn brennt, dass wir da miteinander da helfen und nicht einfach jemand dann quasi im Schilf steht. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch etwas zum Beispiel, wo ich gedacht habe, da möchte ich wirklich daran stärken, auch den Stadtrat als Team, wenn ich jetzt auch allenfalls dann im Herbst gewählt würde, das oder so, möchte ich das einbringen in zukünftigen Stadtrat, dass wir wirklich nebst dem Ressort, wo ich ein gutes System finde, weil das klar ist, aber dass wir auch als Team funktionieren und uns als Team auch unterstützen. Das wäre wahrscheinlich ein Umfeld, das Sie sich vorstellen könnten, politisieren, nehme ich an. Das ist so, ja. Gemeinsam, nicht gegeneinander. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort, Herr Hauri. Frau Guier, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Herr Hauri, ganz herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie ins ZT-Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen beiden einen guten, spannenden Wahlkampf und man sieht sich hoffentlich irgendwo bald wieder. Gute Zeit. Merci. Morgen gibt es den nächsten ZT-Talk-Spezial. Das ist bereits der zweitletzte. Und zwar bei mir ist der bisherige Parteilose, der Peter Sigrist und der Robert Weishaupt von der Mitte, die neu in Stadtrat gewählt werden möchte. Ich hoffe wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. ZT-Talk ist repräsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherungen, deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS-Versicherung. Lindenhof Oftrigen. Dank unserem Mahlzeitendienst täglich ein Viergangmenü à la Maison.